Und damit, guten Morgen, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu Tag 5 dieser Tour durch Belgien und durch Frankreich. Ja, wir befinden uns heute den ersten Tag schon in Frankreich, aber auch nur aus dem Grund, weil ich einen von den 3 Tagen, die ich im Blobsterland der Panne verbringen wollte, geopfert habe, um hier schon mal rüber nach Frankreich zu fahren und den einen oder anderen kleinen Park wegzucounten und den auch abzuhaken. Denn heute stehen insgesamt 4 Parks an, 3 sind sicher. Bei dem anderen muss ich nochmal Facebook im Auge behalten, weil der hat keine richtige Webseite. Die tun dann auf Facebook immer quasi einen Beitrag posten, von wegen, ja, heute geöffnet oder halt eben nicht. Und wenn der offen hat, dann sind es insgesamt 4 Parks und heute Abend noch eine kleine Kirmes, wo auch nochmal Couch steht. Oh, jetzt fängt es hier richtig an zu winden. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ja, ich befinde mich jetzt hier an Stop Nummer 1 und zwar der Park d'Olain oder wie man ihn auch immer ausspricht. Ja, hier, das ist quasi eigentlich kein richtiger Freizeitpark, wo ich mich sonst immer aufhalte. Das hier ist ja, ein riesiger Wald, wo überall kleine Stationen sind, wo man sich dann aufhalten kann. Zum Beispiel gibt es überall ein paar Spielplätze, es gibt einen Kletterwald. Dann gibt es wie jetzt hier einen großen Aussichtsturm, wo auch noch Rutschen sind. Und jetzt denkt ihr euch aber, hä, was machst denn du dann da? Da muss doch irgendwo sich noch ein Kaun verbergen in dem Wald hier. Absolut richtig. Hier steht auch ein Alpincoaster, wegen dem bin ich hier. Und ich würde sagen, mit dem starten wir auch direkt mal. Und demnach wünsche ich euch ganz viel Spaß. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir fangen direkt an und labern nicht noch weiter rum. Ab geht's zum Alpincoaster. So, ich komme jetzt aus der Luge for Seasons raus. Vielmehr so wird es auf der Webseite angepriesen. Hier stand jetzt überall immer nur Luge dran oder Luke oder wie man es auch immer ausspricht. Das weiß ich leider nicht. Ja, an sich relativ unspektakulär und auch sehr kurz. Wobei ich glaube, mit Lift hat er schon den Kilometer erreicht. Ich bin der Meinung, dass ich auf der Webseite gelesen habe, dass es über 1 Kilometer wäre. Aber kommt einem nicht so vor. Ist auch komplett gebremst. Hat jetzt auch keine krassen Abfahrten. Ist wirklich ein sehr entspanntes Teil. Also überhaupt nichts Besonderes eigentlich. Aber Hauptsache, der Count ist drinne. So, ab geht's zum Auto und dann checken wir mal ab, was mit dem einen Park ist, namens Lospark, ob der jetzt offen hat oder nicht, weil das wäre der nächste Stop. Ansonsten, wenn der Lospark heute nicht aufmacht, dann geht's weiter zum City Park oder Chitty Park. Keine Ahnung, er wird geschrieben CH, dann oben wie so ein Komma, aber nicht unten, sondern oben und dann TI, Chitty. Ja, Chitty Park. Da fahren wir als nächstes hin, sollte der Lospark geschlossen haben. Und wie ihr sehen könnt, ich bin angekommen hier am Chitty Park, so nenne ich ihn jetzt einfach mal. Hier seht ihr, wie es geschrieben wird, CH, hier oben ist das Komma und dann TI Park. Ja,
Was ich euch aber auf jeden Fall auch schon mal dazu sagen kann, ist, hier kommt man umsonst rein. Das ist ein Park, wo man komplett umsonst reinkommt. Und ich bin doch stark der Meinung, dass man dann Einzelchips für die ganzen Attraktionen kauft und ja, den Park halt unterstützt, indem man sich hier was zu essen, zu trinken oder auch ein Crepe holt. Denn ich zeige euch mal, wie das Ganze hier aussieht. Ihr habt ja gerade schon das Tor gesehen, wo ich reingelaufen bin. Und wenn ich aus dem Tor wieder rauskomme, bin ich hier einfach quasi auf, ja, auf so einem asphaltierten Waldweg. Und dann ist hier einfach das Tor und man kann hier reingehen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel ein Fahrtschip hier kostet in diesem Park. Ja, jetzt laufen wir mal ein Ründchen, ich zeige euch alles und dann holen wir uns unser Account, den ich euch gleich zeige. Ja, Nessie, die Achterbahn, weshalb ich hier bin, ist leider geschlossen. Ich habe jetzt mal die Mitarbeiter gefragt. Ich bin aber der Meinung, die wussten nicht so genau, was ich von ihr wollte, weil ich habe gefragt, fährt die heute? Nein. Habe ich gesagt, okay, vielleicht ein paar Tagen oder ein paar Wochen. Nein, Finish war dann die Antwort. Und dann bin ich nochmal um die Ecke vom Kassenhäuschen, wo die Tür offen war, wo die drin sitzen. Habe dann nochmal so mit denen kurz gequatscht und dann haben die gesagt, Nessie, 1 week. So, jetzt bin ich deswegen der Meinung, die wussten nicht genau, was ich von denen wollte, weil ich habe ja vorher gefragt, vielleicht ein paar Tagen oder ein paar Wochen, nein, Finish. Und dann hieß es Nessie 1 week. Meinen die jetzt vielleicht damit, dass der in einer Woche wegkommt, abgebaut wird, abgerissen wird? Das ist jetzt die Frage. Fakt ist auf jeden Fall ein Lost Count. So, dann würde ich doch gerade mal sagen, wir schauen zusammen auf Facebook nach und lassen uns mal überraschen, was denn jetzt mit dem Lospack ist. Ob da jetzt in den letzten Stunden, wo ich unterwegs war, ein neuer Beitrag kam und demnach sind sie geöffnet oder ob nichts kam und demnach sind sie geschlossen. Okay, geschlossen. Der letzte Beitrag von vor 4 Tagen, wie es den ganzen Tag schon nicht steht. Guten Morgen, kleine Süße. Lospark hat jedes Wochenende geöffnet und am Pfingstmontag. Kommt heute Nachmittag bei dem schönen Wetter und genieße einen Granitas. 12 Düfte zur Auswahl. Nicht zu vergessen das italienische Eis. Bis ganz bald. Ja, aber bis wirklich ganz bald. Bis ganz, ganz weit in der Zukunft. So, ich bin jetzt hier am letzten Stop angekommen. Vielmehr, ich laufe gerade noch drauf zu. Ich sehe aber schon die Achterbahn fahren. Das beruhigt mich sehr und macht mich glücklich. Ja, ich befinde mich jetzt hier am, wie heißt er denn? Kita Park? Cheetah Park? Ist halt immer wieder eine Herausforderung für sich, den Namen richtig auszusprechen bei einem französischen Park. Aber ich sehe sogar, die haben eine Wasserbahn. Jetzt bin ich mal gespannt, ob hier Eintritt verlangt wird, ob man hier Eintritt zahlen muss oder ob das auch hier mit Fahrtschiffs geregelt wird. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Wir gehen jetzt mal Richtung Eingang und dann sehen wir uns gleich wieder. Auch hier in den Park kommt man wieder kostenlos rein. Hier ist auch wieder einfach nur ein Tor, was dann auf und zugeschoben wird. Ja, und da kann man jetzt reinspazieren und dann kann man sich für die Fahrten, die man haben möchte, Chips kaufen. Also direkt hier nach dem Eingang befinden sich ein paar Wellenrutschen, 4 Stück an der Zahl nebeneinander und so ein kleiner Parcours. Ja. Thank you.
eine Runde mal hier durch den ganzen Park gelaufen, habe euch auch schon alles gezeigt und die ganzen Aufnahmen mitgebracht. Also ich bin auf jeden Fall schwer begeistert, wie viele Fahrgeschäfte es hier auf dem kleinen Raum gibt. Ist schon wirklich krass und auch allein der Eingang von der Pferdereitbahn, der ist schon, muss man sagen, für diesen Park gigantisch und sieht auch gut aus. Also das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Also wirklich, Chapeau, geil. Ein Ticket kostet jetzt 2,50 Euro. Egal für welche Attraktion, braucht man auch nur ein Ticket. Ja, ich habe mir jetzt zwei Tickets geholt. Einen für den Coaster und einen für die Wasserbahn. Weil an der will ich auch nicht dran vorbeilaufen. Ja, und ich würde sagen, wir fangen direkt mit der Achterbahn an, damit der Count drin ist. Soll es dann auch schon gewesen sein. Ich bin jetzt schon wieder aus dem Park draußen. Ich fahre jetzt noch auf eine Kirmes. Das kommt aber wiederum in den Bonusvlog rein. Ihr kennt ja langsam das Spiel, wie bei der Count on a Mountain Tour. Oder wie an Tag 1 war ich auch schon in Belgien auf zwei Kirmesen. Das ist ja auch im Bonusvideo drin. Und so wird es jetzt auch mit dieser Kirmes passieren. Ja, demnach war es das mit diesem Vlog. Tour Tag 5 neigt sich schon dem Ende zu. War wirklich ein sehr, sehr kurzer Tag. Und statt 6 Counts haben wir tatsächlich nur 2 sogar nur holen können. Ich hoffe doch, ihr seid an Tag 6 wieder dabei. Was steht denn überhaupt an? Wir fahren ins Blobsterland der Panne. Oh mein Gott, Ride to Happiness. Ich freue mich so sehr. 2 Tage sogar. Das heißt, der nächste Vlog wird wieder ein bisschen länger. Dafür, dass der jetzt hier so kurz geworden ist. Denn ich werde beide Tage wieder in ein Video reinpacken. Genauso wie ich es auch schon beim Walibi Belgium gemacht habe. Ja, und demnach, ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Vlog. Macht's gut. Ciao, ciao.